بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine geehrten Geschwister, wir machen weiter in unserer Reise ins Jenseits und heute insha'Allah ta'ala mit folgenden Punkten. Wir werden uns zunächst erst einmal mit der wichtigen Frage beschäftigen, wo sich eigentlich die Seelen im Barzach befinden. Das heißt, wo halten sie sich eigentlich auf? Dann werden wir darüber sprechen, ob die Seelen, welche sich im Barzach befinden, die Menschen hier im diesseitigen Leben hören können oder nicht hören können. Das heißt, gibt es eine Form der Kommunikation zwischen den Menschen, die im irdischen Leben leben, und den Menschen, welche sich schon im Barzach befinden. Und dann werden wir uns ebenfalls mit der Frage beschäftigen, ob sich Seelen im Barzach gegenseitig besuchen können und gegenseitig austauschen können. Das sind die Themen, mit denen wir uns heute insha'Allah ta'ala beschäftigen werden. Ahlan wa sahlan, mein Name ist Fatah. Und dann insha'Allah ta'ala legen wir einfach mal los, bi'iznillah azza wa jalla. Wir hatten ja letzte Woche über Adhab al-Qabr gesprochen gehabt und die Dinge, welche auch vor der Qual im Grab schützen können und welche dich erretten können, und wollen gleich insha'Allah ta'ala jetzt beginnen mit dem nächsten Punkt, und zwar, wo befinden sich eigentlich die Seelen? Hier müssen wir noch einmal ganz klar die Ayah in den Vordergrund stellen, welche wir in diesem Kontext schon öfters zitiert haben. Und zwar welche Ayah? Die Ayah in Surat al-Isra, in der Allah ta'ala was sagt? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Sie befragen dich nach der Seele. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Spricht die Seele, ist eine Angelegenheit meines Herrn. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Aber ihr habt nur wenig vom Wissen erhalten. Mit anderen Worten, alles, was wir jetzt wissen über die Seelen im Barzach, in dieser Zwischendimension zwischen dem diesseitigen Leben und dem jüngsten Tag, erfahren wir nur über die Offenbarung. Alles andere sind Spekulationen. Wir können uns nur darauf schützen, auf nichts anderes. Beginnen wir mit den Seelen der Anbiya, der Propheten. Und hier haben wir die Überlieferung von unserer Mutter Aisha radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kurz bevor er zu seinem Schöpfer zurückkehrte, Allahumma al-Rafiq al-A'la. Allahumma al-Rafiq al-A'la. O Allah, die höchste Gesellschaft. Al-Rafiq kommt von Murafaqa. Und Murafaqa bedeutet so viel wie Gefährtenschaft. Ich möchte an der Stelle sein, wo sich die Wesen befinden, die die höchsten Stufen erreichen werden. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass sich die Seelen der Propheten im Barzach an einem sehr, sehr hohen Ort befinden werden. Wo nur Seelen hingelangen werden, welche die Stellung von Propheten einnehmen. Kommen wir, insha'Allah ta'ala, zu den nächsten Seelen. Und zwar den Seelen der Märtyrer. Und zwar wird von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Folgendes überliefert. Wie es von Abdullah ibn Abbas dann auch überliefert wird in Bezug auf eine Ayah im Koran, nämlich die Ayah Nummer 169 in Surat Ali Imran.
in der Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes sagt: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ. Und meine ja nicht diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Und die Sahabe haben sich die Frage gestellt, was bedeutet das ganz konkret? Sie sind lebendig bei ihrem Herrn und sie werden versorgt. Sterben jetzt die Märtyrer oder sterben sie nicht? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes antwortete: Arwahuhum fi ajwafi tayrin khudrin. Ihre Seelen sind in den Bäuchen grüner Vögel. Laha qanadilu mu'allaqatun bil 'arsh, die am Thron hängende Laternen besitzen. Und dann führt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fort und sagt: Tasrahu min al-jannati haythu sha'at thumma ta'wi ila tilka al-qanadil. Sie schweifen im Paradies, wohin sie wollen, und kehren dann zu diesen Laternen zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er interpretiert jetzt diese Ayah. Und er sagt, dass die Seelen der Märtyrer, der Shuhada, bei Allah subhanahu wa ta'ala schon im Paradies sind. Jedoch sind sie nicht frei fliegend im Paradies, sondern sie befinden sich in den Bäuchen grüner Vögel. Allahu a'lam, wie das konkret aussehen soll, was damit konkret gemeint sein soll. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte ja, dass es im Paradies Dinge gibt, die noch kein Auge gesehen hat, noch ein Ohr gehört hat, noch jemals einem Menschen in den Sinn gekommen sind. Mit anderen Worten, wir können einfach nur die Beschreibung übernehmen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns gegeben hat, und einfach uns vorstellen, dass es wirklich grüne Vögel sind im Paradies, in denen sich die Seelen der Märtyrer befinden. Und in diesen Vögeln können die Märtyrer ohne ihre Körper, sondern in diesen Vögeln drin, dann durch das Paradies fliegen. Das heißt, sie befinden sich noch nicht wirklich im Paradies als Menschen, Leib und Seele, sondern ihre Seelen befinden sich im Paradies und auch nicht direkt frei fliegend, sondern in den Bäuchen grüner Vögel. Allahu Akbar. Eine besondere Stellung. Das heißt, sie können im Grunde genommen schon das Paradies sehen. Es ist eine Form von Leben im Barzach. Es ist kein Leben, wie wir es in dieser Dunya kennen, sondern es ist ein Leben im Barzach. Ein anderes Leben, was wir uns so nicht vorstellen können. Und das ist natürlich eine gewaltige Auszeichnung für die Märtyrer. Welche Märtyrer sind hier gemeint? Weil wir haben ja schon einmal gesagt, es gibt verschiedene Arten von Märtyrern. Die Gelehrten haben die Märtyrer in drei Kategorien unterteilt. Wir haben einmal, na, wisst ihr, welche Arten von Märtyrern es gibt? Ich glaube, letzte Woche hatten wir sogar darüber gesprochen gehabt. Es gibt drei Arten von Märtyrern. Welche sind das? Einmal Shahid al-Dunya wal-Akhirah. Dann Shahid al-Dunya und dann Shahid al-Akhirah. Was heißt das? Shahid al-Dunya wal-Akhirah. Ein Shahid in der Dunya und im Akhirah. Im Diesseits und im Jenseits. Das ist der Shahid, den Allah Ta'ala hier in dieser Ayah beschreibt. Allah Ta'ala, er sagt, und ich wiederhole noch einmal: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Und meine ja nicht diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Die Gelehrten verstehen unter einem Shahid im Sinne dieser Ayah jemand, der in einer Schlacht sein Leben verloren hat. Eine Schlacht, wo es um die Verteidigung seines Glaubens ging. Ganz wichtig. Eine Schlacht, wo es um die Verteidigung seines Glaubens ging, weil es Menschen gab, welche die Muslime angegriffen haben aufgrund ihres Glaubens. Und darin sein Leben verliert. So wie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in seinen Reservat, in seinen Schlachten, wo er
dann auch gekämpft hat und einige der Sahaba radwanullahi alaihim auch ihr Leben verloren haben. Die Sahaba, die dort ihr Leben verloren haben und dann, das ist wichtig, von Allah subhanahu wa ta'ala als Shahid akzeptiert wurden, bezeichnet man dann auch wirklich als Shahid. Und zwar Shahid al-Dunya wal-Akhira. Al-Dunya, weil er nämlich in der Dunya wie ein Shahid behandelt wird. Wie wird denn ein Shahid in der Dunya behandelt? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Shahid und einem, der nicht als Shahid gestorben ist? In Bezug auf die Art und Weise, wie er bestattet wird. Was ist der Unterschied? Er wird nicht gewaschen. Das heißt, er bleibt sozusagen ungewaschen. Er bekommt kein Russel, so wie jeder andere Russel bekommt. In seinem Blut wird er sozusagen bestattet, wenn er geblutet haben sollte. In der Regel, wenn er verletzt wurde, wird er wahrscheinlich geblutet haben. Und dann, was noch? Was ist noch ein Unterschied? Es gibt noch einen weiteren Unterschied. Und zwar, er bekommt kein Janazah-Gebet. Subhanallah. Also, er bekommt weder ein Totengebet, noch wird er gewaschen. Warum? Weil man nämlich sagt, er braucht das nicht. Sein Blut wird am jüngsten Tag zu Misk werden. Moschus. Subhanallah. Und es wird besser riechen als Moschus. Es ist eine Auszeichnung für ihn. Deswegen wird er nicht gewaschen. Und das Janazah-Gebet wird ja vollzogen, weil der Tote was braucht? Dua, Istighfar. Und der Shahid, wenn er bei Allah akzeptiert wird, braucht er das nicht. Und deswegen wird das nicht getan. Das ist was? Der Shahid der Dunya und der Akhira. Der in der Dunya Shahid ist und bei Allah auch als Shahid akzeptiert wird. Gut. Was ist der zweite Shahid? Shahid al-Dunya, aber nicht al-Akhira. Was ist damit gemeint? Was ist ein Shahid al-Dunya, aber nicht al-Akhira? Wer ist das? Shahid al-Dunya dun al-Akhira. Das ist jemand, der in einer Schlacht gestorben ist, wie wir es gerade beschrieben haben, aber von Allah nicht akzeptiert wird als Shahid. Er wird genauso behandelt wie der andere, der akzeptiert wurde bei Allah, mit dem Unterschied, dass er bei Allah Ta'ala nicht akzeptiert wird. Wer weiß, wer nur in der Dunya Shahid ist und wer in der Dunya und im Akhira Shahid ist, das weiß nur Allah oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allah Ta'ala ihn darüber in Kenntnis gesetzt hat. Und deswegen, es gab einige zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo die Leute gesagt haben, der ist ein Shahid. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, sogar eine Überlieferung genannt gehabt, woraufhin der Prophet sagt sallallahu alaihi wa sallam, nein, er ist im Höllenfeuer. Das heißt, er ist Shahid in der Dunya, aber nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das wissen wir natürlich nicht. Das weiß nur wer? Das weiß nur Allah. Oder ein Prophet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn darüber in Kenntnis setzt. Aber am Ende weiß es nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann die dritte Art von Shahid ist welche? Shahid al-Akhira. Der Shahid des Jenseits. Und über den haben wir auch letzte Woche gesprochen gehabt. Und zwar jemand, der durch eine bestimmte Art und Weise gestorben ist. Entweder er ertrinkt oder er stirbt in Trümmern oder er wird erstochen oder er stirbt durch eine Bauchkrankheit oder er verbrennt etc. Das ist dann was? Der Shahid al-Akhira. Warum al-Akhira? Weil er in der Dunya genauso bestattet wird wie jeder andere Tod. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala erlangt er die Stufe der Shuhada, subhanallah. Ob er dann auch im Paradies in den Bäuchen von Vögeln durch das Paradies fliegen kann, Allahu a'lam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bezieht es auf wen? Auf diese Ayah. Das heißt, auf die Shuhada, auf die Märtyrer, welche wirklich dann im Kontext dieser Ayah in einer Schlacht gestorben sind. Eine Auszeichnung für sie, subhanallah. Und jetzt kommen wir zu den Seelen der Gläubigen im Allgemeinen. Das heißt, wir haben jetzt die Seelen der Propheten gehabt, welche
die höchsten Stufen einnehmen werden. Rafiq al-A'la, wir wissen nicht genau, wie es dort aussieht, Allahu a'lam. Es wird irgendwo in der höchsten Stufe des Paradieses sein. Wie genau, wissen wir nicht. Wir wissen nur vom Propheten, dass die Propheten in ihren Gräbern leben. Aber es ist kein normales Leben wie unser Leben, sondern es ist ein Leben in Barzakh. Also ein besonderes Leben. Also noch besonderer als das Leben der Märtyrer natürlich. Sonst würde es ja sozusagen, dann, das hat ja der Prophet gesagt, die Propheten leben wie die Märtyrer. Aber es ist wahrscheinlich ein besonderes Leben, ein spezielles Leben. Und jetzt kommen wir zu den Seelen der Gläubigen. Wo befinden sich die Seelen der frommen, rechtschaffenen Gläubigen? Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes, wie es von Ka'b ibn Malik überliefert wird, vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, bei Imam Ahmed. Innama nasamatul muslimi tayrun yu'allaqu fi shajaril jannati hatta yurji'aha Allahu ila jasadihi ila yawmil qiyamah. Die Seele eines Muslims ist ein Vogel, der im Baum des Paradieses hängt, bis Allah sie am Tag der Auferstehung zu seinem Körper zurückbringt. Ah, was heißt das? Ist das nicht genau dasselbe wie bei den Märtyrern? Nein, es gibt einen Unterschied. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, die Märtyrer, sie können im Paradies fliegen, in den Bäuchen der Vögel, durch das Paradies. Während die Seelen der Gläubigen sich im Paradies befinden, wie Vögel, welche an einem Baum hängen. Allahu a'lam, wie das konkret aussehen soll. Wir wissen es nicht, wir können uns das nur ungefähr vorstellen, subhanallah. Das heißt, sie haben nicht die Möglichkeit, das Paradies zu erkundschaften, wie es bei den Märtyrern der Fall ist. Sie haben nicht das gleiche Leben wie das der Märtyrer, aber ihre Seelen befinden sich schon im Paradies. Jedoch nicht direkt, vielmehr in Vögeln, welche an Bäumen hängen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wie ist das denn jetzt mit dem Grab? Und wie ist das denn jetzt mit dem Hören der Lebendigen etc.? Wie ist das denn jetzt mit Munkar und Nakir, diese ganzen Sachen, die wir schon besprochen hatten, dass es eine Prüfung geben wird? Und hier gibt es einen wichtigen Punkt, den wir auch schon mal erwähnt hatten. Und zwar, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir eindimensional oder jetzt sozusagen in unserer Dimension denken, sondern im Barzakh funktionieren die Dinge anders. Es kann sein, dass die Seele sich gleichzeitig an mehreren Orten befindet. Nicht nur an einem Ort, gleichzeitig an mehreren Orten. Sie kann im Paradies sein oder mit dem Paradies verbunden sein, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier gesagt hat, aber gleichzeitig auch Bezug haben zu ihrem Körper im Grab. Das ist kein Widerspruch, weil die Seele nicht wie ein Körper ist, der nur an einem Ort sein kann. Die Seele ist etwas, was ein Lichtwesen, was sich vielleicht gleichzeitig an unterschiedlichen Orten aufhalten kann oder mit unterschiedlichen Orten verbunden sein kann. Und deswegen müssen wir von dieser Vorstellung, die wir in der Dunya haben, man kann sich nur an einem Ort aufhalten, loskommen und uns frei machen. Verstehen, die Seelen sind komplett anders beschaffen als unsere Körper, welche diese Fähigkeit nicht besitzen, gleichzeitig an mehreren Orten zu sein. Während das bei den Seelen jedoch möglich ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und wie gesagt, all das ist auf was zurückzuführen? Auf die Hadithe unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Mehr als zu sagen, wir glauben an das, was der Prophet uns gesagt hat sallallahu alaihi wa sallam, können wir ohnehin nicht tun. Wir verinnerlichen das und wissen, das ist kein Widerspruch, und wir wissen, im Barzakh herrschen andere Gesetze, als sie im diesseitigen Leben herrschen. Kommen wir jetzt zu den Seelen der Sünder. Der Sünder unter den Muslimen, aber auch der Sünder unter den Kafirin. Und hier haben wir eigentlich schon alles erwähnt gehabt, und zwar letzte Woche, als wir über diesen Traum des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hatten, wo er mehrere Menschen gesehen hat, wie sie bestraft wurden.
Er hat gesehen, wie derjenige bestraft wurde, der Riba gemacht hat und genommen hat und verzehrt hat. Wie derjenige bestraft wurde, der den Koran auswendig kannte, aber dann in der Nacht geschlafen hat und verschlafen hat und nicht nach dem Koran gehandelt hat. Wie diejenigen bestraft wurden, welche Sinne begangen haben, wal'iyadhu billah, und so weiter und so fort. Das heißt, diese Seelen, sie werden ebenfalls auf der einen Seite verbunden sein mit ihrem Grab, aber auf der anderen Seite werden sie bestraft werden in irgendeiner Weise. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß dies am besten. Aber eines ist sicher, subhanallah, und zwar, dass die Seelen auch gleichzeitig an das Grab gebunden ist. Und wie gesagt, es hin und her geht und sie teilweise im Paradies sind, teilweise aber auch dann sich sogar austauschen können, wie wir gleich noch sehen werden, insha'Allahu ta'ala. Kommen wir jetzt zu einer weiteren wichtigen Frage. Und zwar die Frage, wie ist das denn jetzt ganz konkret mit den Seelen? Wenn sie jetzt an einem bestimmten Ort im Paradies sind oder in ihrem Grab sind, können die Seelen sich untereinander eigentlich austauschen? Gibt es die Möglichkeit, dass Seelen miteinander kommunizieren, ja, sich vielleicht sogar besuchen, ja, vielleicht sogar sich austauschen über Dinge in der Dunya? Und hier haben wir einige interessante Überlieferungen. Und zwar eine Überlieferung, die wir von Imam al-Nasa'i haben, in der Imam al-Nasa'i darüber spricht, dass die Seelen der Gläubigen sich austauschen werden. Es wird überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht erst einmal über den Mu'min, den Gläubigen. Und er sagt, إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضًا. Wenn der Mu'min stirbt, kommen die Engel der Barmherzigkeit mit einem weißen Gewand. فيقولون اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان. Und die Männer werden sagen, komm hinaus zu Zufriedenheit und dass mit Allah mit dir zufrieden ist, zu Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und einem Herrn, der dir gegenüber nicht zürnt. فتخرجوا كأطيب ريح المسك. Und sie wird dann austreten aus dem Körper und sie wird einen Duft haben, der schöner ist als der Duft vom Moschus. Allahu Akbar. حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به سماء باب السماء. Und dann werden die Engel kommen und jede Engel wird dann die Seele nehmen und umarmen und sagen, was für eine schöne Seele. Und sie werden dann jeder diese Seele berühren und kurz mit ihr sprechen. Und dann werden sie zum Tor des Himmels gehen. فَيَقُولُونَ. Und dann werden die Himmelsbewohner sagen, مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحِ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Wie gut ist doch dieser Duft, der von der Erde kommt. Und sie reden über diese Seele. Und jetzt kommt es, worauf wir hinaus wollen. Und jetzt kommen sie zu den Seelen der Gläubigen. Ah. Und sie freuen sich mehr über diese gläubige Seele als jemand von euch, den einer besucht, der ihn schon lange nicht mehr besucht hat, den er vermisst hat. Stell dir mal vor, du hast irgendwie deine Eltern lange Zeit nicht gesehen, dann kommen deine Eltern dich besuchen. Dann freust du dich, oder dein bester Freund, deine beste Freundin kommt, ja, und dann freust du dich, weil du ihn monatelang oder vielleicht sogar jahrelang nicht gesehen hast. Und die Seelen der Gläubigen, sie werden sich über diese gute und schöne und reine Seele, diese rechtschaffene Seele, mehr freuen als ein Mensch, der jemanden anderen, den er vermisst hat, nach langer Zeit wieder sieht. Und jetzt werden sie Folgendes tun. فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ. Ah. Und dann werden diese Seelen fragen, was hat denn der so und so gemacht? Was ist denn aus dem geworden? Subhanallah. Das heißt, die werden sich austauschen. Und was lernen wir daraus? Etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Seelen
wissen nicht, was auf der Erde passiert. Außer, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen etwas berichtet. Genauso wie wir nicht wissen, was im Barzach passiert, wissen auch nicht die Seelen, was auf dieser Erde geschieht. Das heißt, sie leben in einer komplett abgeschotteten Welt. Und sie sind auch gespannt auf Nachrichten aus dem Diesseits. Und sie sagen, was hat der gemacht, was hat der gemacht? Und dann werden sie antworten, da'uhu fa'innahu kana fi ghammi dunya. Und dann werden sie sagen, komm, lass den mal jetzt in Ruhe. Der kommt gerade aus dem Stress der Dunya, der will sich erstmal erholen. Subhanallah. Lass ihn erstmal zu sich kommen. Lass ihn erstmal ein wenig ausruhen. Ja, Dunya ist voller Sorgen, nur Stress, weiß ich nicht was. Ja? Soll er erstmal bei uns ankommen und erstmal zu sich kommen. فَإِذَا قَالْ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوا ذُهِبَ إِهِ إِلَى أُمِّهِ. Und dann geht es weiter sozusagen und sprechen sie über eine bestimmte Person. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass die Seelen sich untereinander austauschen können. Insbesondere die gläubigen Seelen. Und Ibn Qayyim, er beschreibt das in seinem Buch Ar-Ruh wie folgt. Und zwar sagt er, Al-Arwahu Qisman. Die Seelen kann man in zwei Kategorien unterteilen. Arwahu Mu'adzaba, bestrafte Seelen, wa Arwahu Mun'ama, Seelen, die sozusagen belohnt werden. فالمعذبه في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلق. Die Seelen, die bestraft werden, die haben keine Zeit, sich gegenseitig zu besuchen. Die sind beschäftigt mit anderen Dingen. Die sind beschäftigt mit sich selbst. Genau wie in der Dunya, subhanallah. Wenn du Stress hast, hast du da Lust, dich mit irgendjemandem zu treffen? Wenn dann ein Freund dich anruft, komm, lass uns doch mal irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, rausgehen, was essen, und sagt, komm, ich habe keinen Kopf dafür. Ich habe gerade so viel Stress, lass mich mal in Ruhe. Man zieht sich zurück, subhanallah. Will niemanden sehen. Und genauso auch im Akhirah, im Barzach. Die Seelen, die bestraft werden, die haben keine Lust, sich mit jemandem auszutauschen. Die sind mit sich selbst beschäftigt. Die wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und deswegen sagt er, فَهِيَ فِي شُغُلٍ بِمَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ عَنِ التَّزَاوُرِ وَالتَّلَاقِي. Haben keine Zeit, jemanden zu besuchen oder sich zu treffen. وَالْأَرْوَاحُ الْمُنَعَّمَةُ الْمُرْسَلَةُ غَيْرُ الْمَحْبُوسَةِ تَتَلَاقَى وَتَتَذَاكَرْ مَا كَانَ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا وَمَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. Ja, Salam. Aber die Seelen, welche belohnt werden, und jetzt ganz wichtig, und welche freigelassen werden und nicht festgehalten werden, das heißt, da wird es wahrscheinlich auch nochmal Stufen geben, subhanallah. Sie werden sich treffen und sie werden sich gegenseitig besuchen und sie werden miteinander sich an die Zeiten erinnern in dieser Dunya. Allahu Akbar, stell dir das mal vor. Kann man sich kaum vorstellen, oder? Aber so wird es sein. Auch im Jannah wird das so sein. Das heißt, im Barzach wird das so sein. Da werden die gläubigen Seelen sich gegenseitig austauschen und sich fragen. Ich habe einen Hadith gelesen, den habe ich jetzt gerade nicht vor mir, wo es dann heißt, hat der so und so schon geheiratet? Was hat er gemacht? Subhanallah, ja, man vergisst ja die Dunya nicht. Das ist ja ein Teil unserer Existenz. Unserer Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir werden das nicht vergessen. Genauso wie du bestimmte Situationen in deiner Kindheit nicht vergisst. Schau mal, mit wem haben wir denn noch Kontakt aus unserer Kindheit? Mit wem? Mit den wenigsten Leuten. Wir alle waren in der Grundschule gewesen. Mit wem haben wir noch Kontakt aus der Grundschule? Ich mit niemandem mehr. Manche vielleicht mit ein, zwei Personen, je nachdem. Aber in der Regel hat man nicht mehr viel Kontakt mit diesen Menschen. Und trotz alledem erinnert man sich an diese Zeit. Und würde man jemanden treffen aus der Grundschule, dann würde man sich dann austauschen. Was ist denn aus dem geworden? Was hat der gemacht? Wie geht's dem? Man würde sich austauschen, subhanallah. Und genau das geschieht auch mit den Seelen. Sie tauschen sich aus untereinander. Allahu Akbar. Und im Paradies wird genau dasselbe geschehen. Noch einmal. Fi jannatin yatasaalun. Sie werden sich gegenseitig befragen im Paradies. Anil mujrimin. Dann aber über die Mujrimin. Ma salakakum fi saqar. Was hat euch Saqar? Jahannam betreten lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Also, wir sehen, dass die Seelen auf der einen Seite
die Seelen der Gläubigen, sich schon im Paradies befinden. Gleichzeitig aber auch die Seelen, die freigelassen werden, die die Möglichkeit haben, sich gegenseitig besuchen können. Und die Möglichkeit haben, sich sogar auszutauschen. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zu der nächsten Frage. Und zwar, das bezieht sich ja jetzt auf die Seelen im Barzach, das heißt, die sich beide jetzt in dieser Dimension befinden. Aber wird es auch einen Austausch geben zwischen dem Barzach und der Dunya? Kann es sein, dass die toten, verstorbenen Menschen uns hören können, wenn wir sie beispielsweise grüßen? Wenn wir etwas sagen, bekommen sie das mit oder bekommen sie das nicht mit? Hier gibt es unter den Gelehrten schon seit der Zeit der Sahabe unterschiedliche Meinungen. Es gab immer einige, die gesagt haben, ja, es ist möglich, dass sie uns hören können. Und es gab einige, die gesagt haben, es ist nicht möglich. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Ayat und die Hadith in diesem Kontext schon teilweise deutlich sind, aber sich augenscheinlich widersprechen. Und dementsprechend jeder von beiden Gruppen an eine dieser Ayat oder Hadith festgehalten hat und die anderen, die dem widersprechen, woran sozusagen sie festhalten, dann uminterpretiert haben. Unsere Mutter Aisha radiallahu anha und mit ihnen auch Ibn Abbas und Ibn Mas'ud und einige andere unter den Sahabe waren der Ansicht gewesen, dass die verstorbenen Menschen die lebendigen Menschen nicht hören können. Das heißt, jemand, der verstorben ist, kann niemanden aus der Dunya hören. Selbst wenn man ihn ruft. Und worauf schützen sie sich? Sie schützen sich auf mehrere Ayat. In diesen Ayat spricht Allah subhanahu wa ta'ala darüber, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht die Fähigkeit besitzt, die Toten hören zu lassen. Nehmen wir eine dieser Ayat, und zwar Surat An-Naml, Vers Nummer 80. In dieser Ayat sagt Allah ta'ala, entschuldigt bitte. In dieser Ayat sagt Allah ta'ala folgendes: Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idha wallaw mudbirin. Worauf es ankommt, ist der erste Punkt. Innaka la tusmi'ul mauta. Was heißt das? Du kannst nicht die Toten hören lassen. Und sie sagt ganz klar, Allah sagt hier im Koran, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht die Fähigkeit besitzt, die Toten hören zu lassen. Und sie hat das so interpretiert, dass sie gesagt hat, die Toten können nicht die Worte der Lebendigen vernehmen. Das ist unmöglich, weil Allah subhanahu wa ta'ala dies hier im Koran so festgelegt hat. Gut. Jetzt kommt eine andere Gruppe von Gelehrten und sie sagen, nein, das stimmt so nicht. Und zwar, wir haben mehrere Überlieferungen von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aus denen hervorgeht, dass die Toten hören, was im diesseitigen Leben geschieht und was um sie herum passiert. Und zwar nehmen wir mal folgende Überlieferung. Das sind alles authentische Überlieferungen. Bei Imam Muslim sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es von Anas ibn Malik überliefert wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inna al-abada idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'ani alihim. Wenn ein Mensch ins Grab gelegt wird und dann seine Angehörigen und seine Freunde zurückgehen, hört er was? Er hört das, wie nennt man das? Qara'ani alihim, wie sie auf dem Boden stampfen, sozusagen, wie sie laufen, zurücklaufen. Also er hört, wie sie zurücklaufen. Hier beschreibt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ganz klar, dass der Tote mitbekommt, was um ihn herum geschieht. Ebenfalls folgende Überlieferung. Nach der Schlacht von Badr ging der Prophet sallallahu alaihi wa sallam
zu den Leichen der Muschrikin. Es waren ja 70 der Muschrikin, die gefallen sind. Und er rief einige namentlich auf. Ja Aba Jahl ibn Hisham, Ja Umayyah ibn Khalaf, Ja Utba ibn Rabi'a, Ja Shayba ibn Rabi'a, Alaysa qad wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Habt ihr jetzt erkannt, dass das, was euer Herr euch versprochen hat, auch wirklich der Wahrheit entspricht und wahr geworden ist? فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقَّ Weil ich das, was mein Herr mir versprochen hat, als Wahrheit vorgefunden habe. Umar ibn Khattab, er wunderte sich, wie kann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Leichen sprechen? Und er sagte, ja Rasul Allah, o Gesandter Allahs, كيف يسمعون? Wie sollen sie dann hören? Wie sollen sie dir dann antworten? Und sie sind doch schon seit 3 Tagen tot. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, والذي نفسي بيدي, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. Ah, subhanallah. Ihr könnt mich nicht besser hören als sie. Subhanallah. Also sie hören mich jetzt gerade genauso, wie ihr mich hört. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. Aber sie können nicht antworten. Ihr könnt antworten, aber sie können nicht antworten. Subhanallah. Das heißt, mit anderen Worten, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat hier die Leichen angesprochen und er hat aufgezeigt, dass sie hören können. Was lernen wir aus dieser Diskussion? Was sehr wichtig ist. Und zwar der Umgang mit Quellen. Das brauchen wir gerade in unserer heutigen Zeit. Obwohl sowohl Aisha als auch die anderen Sahabe dieselben Quellen hatten, wie die Gelehrten, die sagen, dass die Toten hören können, sind sie zu 2 unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Woran liegt das? Haben sie einen anderen Koran als sie? Nein. Haben sie eine andere Sunna als sie? Nein. Es ist lediglich ein anderes Verständnis der Quellen. Und das ist etwas ganz Natürliches, wenn Quellen nicht eindeutig sind. Wenn Quellen nicht eindeutig sind. Die Gelehrten, die dem widersprochen haben, die sagen, die Toten können nicht hören, haben auch Antworten auf diese Quellen und haben Interpretationen dafür. Darauf will ich jetzt aber nicht näher eingehen, das würde jetzt zu weit führen. Mir geht es um was? Mir geht es darum, dass immer dann, wenn wir Muslime keine eindeutige Quelle haben, es automatisch zu was führt? Zu unterschiedlichen Meinungen. Und die Gelehrten zu unterschiedlichen Ijtihad-Ergebnissen kommen. Viele Muslime wundern sich heutzutage, wie kann das sein, dass wir immer Meinungsverschiedenheiten haben? Ist der Koran und die Sunna nicht deutlich? Doch, der Koran und die Sunna sind deutlich. Und in den Bereichen, wo sie deutlich sind, gibt es auch keine Meinungsverschiedenheiten. Wenn es um die Frage geht, muss man beten oder nicht? Ist klar. Gibt es da irgendwelche Meinungsverschiedenheiten zu den Gelehrten? Gibt es irgendeinen Gelehrten auf dieser Welt, in der gesamten islamischen Geschichte, der gesagt hat, das Gebet ist keine Pflicht? Gibt es nicht. Wenn es um den Glauben an Allah geht, gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Nein. Wenn es um den Glauben an die Propheten geht, gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Nein. Wenn es um die Frage geht, ob man im Ramadan fasten muss, gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Nein. Es gibt lediglich Meinungsverschiedenheiten bei den Dingen, wo es keinen eindeutigen Quellentext gibt. Und dementsprechend kommen die Gelehrten auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das müssen wir einfach respektieren und akzeptieren. Und das ist am Ende sogar eine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist nur dann schlimm, wenn die Menschen mit unterschiedlichen Meinungen nicht umgehen können. So wie wir es heutzutage leider häufig haben. Jetzt gerade sind wir im Monat Rabi' al-Awwal. Der Monat, in dem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam geboren wurde. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Und schon fangen wir die Diskussion an. Dürfen wir den Maulid feiern oder dürfen wir den Maulid nicht feiern?
Und die einen werfen den anderen vor, sie seien keine richtigen Muslime, Mubtadi'a, keine richtige Liebe. Und die anderen, ja, ihr versteht auch nichts und keine Ahnung was. Leute, immer dann, wenn es keine eindeutigen Quellen gibt zu einer bestimmten Frage, kommt man automatisch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Warum? Weil die einen anders argumentieren als die anderen. Wenn wir bei dem Maulid nochmal bleiben, wir haben das letzten Donnerstag ausführlich besprochen gehabt, dann stützen sich die einen darauf, dass sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat nie seinen Geburtstag gefeiert. Ja, das wissen wir. Er hat nie seinen Geburtstag gefeiert, sallallahu alaihi wa sallam. Das wissen auch die Gelehrten, die sagen, dass man den Maulid feiern kann. Und dementsprechend alles, jeder, der das macht, der begeht was? Eine Bid'ah. Selbst wenn du einfach nur daran erinnerst, ja, im Monat Rabi'ul Awwal ist das eine Form von Bid'ah. Und dann mal sagen einige, nein, wenn du allgemein daran erinnerst, ist keine Bid'ah, nur wenn du extra dafür sozusagen einen Tag hervorhebst. Okay, gut, komm mal. Die anderen Gelehrten sagen, ja, das wissen wir auch, dass es keinen Hadith gibt, in dem der Prophet sein Maulid gefeiert hat, etc. Aber wir stützen uns auf die allgemeinen Überlieferungen diesbezüglich. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an seinen Geburtstag erinnert hat, indem er jeden Montag gefastet hat. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Dass wir grundsätzlich an die gewaltigen Tage Allahs erinnern sollen. Wa dhakkirhum bi ayyamillah. Und erinnere sie an die Tage Allahs subhanahu wa ta'ala. Und keine Frage, die Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört zu den Tagen Allahs, also zu den besonderen Tagen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil uns Allah nämlich mit einem Propheten beschenkt hat an diesem Tag. Ja? Und sie sagen dementsprechend, solange ich keine extra Ibadah ausdenke, sondern einfach die Menschen daran erinnere und meine Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Ausdruck bringe, indem ich mich an ihn erinnere an diesem Tag, ist das keine Bid'ah in dem Sinne, die abzulehnen, sondern es ist etwas Positives. Etwas, was die Muslime an was bindet? An ihren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und da sehen wir, subhanallah, alle stützen sich auf dasselbe, aber kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das müssen wir respektieren. Diesen Ikhtilaf müssen wir respektieren. Und wenn wir diesen Ikhtilaf nicht respektieren, was passiert dann? Dann spaltet sich diese Umma. Aber es gibt leider einige, die denken, sie könnten mit dem Hammer die Menschen zu einer bestimmten Interpretation zwingen. Funktioniert nicht mit dem Stock, du musst das glauben, das ist so, es gibt da keinen Khilaf, das ist alles bitte, was du machst, es ist falsch, was du machst. Komm mal wieder runter, kümmere dich ja lieber um wichtigere Dinge, um Fragen, warum viele Muslime heutzutage gar nicht mehr glauben, warum viele Muslime den Islam überhaupt nicht praktizieren. Lass doch diejenigen, die am Maulid, den Maulid feiern wollen oder wie auch immer, lass sie, Alhamdulillah, sind praktizierende Muslime, die Allah lieben. Sieh es als Bid'ah an, das ist dann ihr Problem bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und selbst wenn es eine Bid'ah ist, nehmen wir mal an, es ist eine Bid'ah. Ist es eine Bid'ah Mukaffira? Was ist damit gemeint mit einer Bid'ah Mukaffira? Nehmen wir mal an, es ist eine Bid'ah. Gehen wir aus, es ist eine sogar schlechte Bid'ah. Welche Stufe hat diese Bid'ah? Ist es eine Bid'ah, die aus der Religion hinausführt? Nein. Ist es eine Bid'ah, die jemand zu einem schlechten Muslim macht? Nein. Wenn überhaupt, ist es eine Bid'ah, wo man sagen könnte, das würde von dieser Person dann bei Allah nicht akzeptiert werden. Aber das war auch schon alles. Und deswegen von Ibn Taymiyyah selbst wird überliefert, dass er, und er war sehr hart gewesen in diesem Punkt, er hat gesagt, ich hoffe, dass Allah Ta'ala diejenigen, die das machen, für ihre gute Absicht belohnt. Subhanallah. Ist schon, oder? Ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ich weiß nicht genau, in welchem Buch er das gesagt hat, aber es ist in einem seiner Bücher, sagte, ich hoffe, dass Allah diejenigen, die das machen, weil sie eine gute Absicht haben, dafür belohnt wird, subhanallah. Obwohl er davon ausgeht, dass es eigentlich nicht erlaubt ist und dass man das eigentlich nicht machen sollte. Und deswegen, wenn wir überlegen, worüber diskutieren wir eigentlich? Wir diskutieren über eine Sache, wo sogar die großen Gelehrten, die gesagt haben, das sollte man nicht machen, sagen, ich hoffe, dass derjenige, der das macht, trotzdem belohnt wird von Allah, subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil es am Ende ein Ijtihad ist im Guten. Wir diskutieren hier über etwas Gutes. Kümmere dich lieber um die wirklichen Probleme der Umma. Darum sollte man sich kümmern. Und nicht dann stundenlang darüber diskutieren und streiten und lange, weiß ich nicht was, schreiben für eine Sache, die ohnehin schon ausgelutscht ist. Komplett, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Wer davon überzeugt ist, wird sich nicht mehr
überreden lassen und wer von dem anderen überzeugt ist, wird sich auch nicht mehr überreden lassen. Die Argumente sind klar. Du wirst nichts, mit nichts Neuem mehr kommen. Die Argumente haben die Gelehrten schon lange alle aufgezählt. Du wirst nach 1200 Jahren oder 1300 Jahren oder 1100 Jahren nicht neue Argumente vorbringen können. Sei dir dessen sicher. Ein ganz wichtiger Punkt. Also, ja, dass wir nochmal zurückkehren zu unserem eigentlichen Thema. Subhanallah, obwohl es hier um eine Aqide-Frage geht, es ist eine Frage in der Aqide. Gibt es unterschiedliche Meinungen sogar unter den Sahaben. Weil das gehört zum Bereich der Aqide, der Theologie. Und da sehen wir auch, es kann sogar im Aqide-Bereich, das heißt, wenn es um theologische Fragen geht, unterschiedliche Meinungen unter den Muslimen geben. Sogar unter den Sahaba, radwanallahu alaihim. Das heißt, diese ganzen Diskussionen, die wir auch heutzutage haben, zwischen Salafiten und Ash'ariten und Maturiditen, das sind alles Diskussionen, ja, die sind vorhanden, gar keine Frage. Und es gibt in bestimmten Bereichen Meinungsverschiedenheiten. Aber diese Meinungsverschiedenheiten sind nicht so gewaltig, dass sich deswegen die Muslime spalten muss. Weil sogar unter den Sahaba es in Bezug auf Aqide-Fragen unterschiedliche Auffassungen gab. Subhanallah. Ja, was sehr, sehr wichtig ist, was wir daraus entnehmen können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein richtiges, vernünftiges Verständnis geben. Ya Rabbil Alamin. Wallahi, meine lieben Geschwister, ich sage euch eines. Wenn ich etwas in den letzten 20 Jahren, den ich in der Dawa aktiv bin, gelernt habe, ist es eine Sache. Das ist mittlerweile schon 25 Jahre. Ja, das ist eine Sache. Und zwar, versuch, ein vernünftiges, ausgewogenes Islamverständnis zu haben. Und du wirst merken, wie der Islam dich weiterbringen wird. Sobald dein Islamverständnis eingeengt ist, extrem ist, überheblich ist, wo du versuchst, über andere zu urteilen, wirst du merken, dass der Islam für dich keine Bereicherung in deinem Leben sein wird, sondern nur eine Erschwernis. Seid dir dessen sicher. Und wir haben viele Beispiele. Viele Beispiele. Und viele von denjenigen, die eines Tages extrem waren und dann die ganze Zeit nur über solche Dinge diskutiert haben, dann triffst du sie nach 10 Jahren wieder und sie kommen zu dir, wisst ihr, wie oft sie das schon erlebt haben, und sagen, Bruder Farid, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe es schon oft erlebt. Ich habe damals über dich schlecht geredet und ich war extrem gewesen. Jetzt habe ich gemerkt, dass das ein falscher Weg gewesen war. Ja, aber leider, die meisten wachen zu spät auf. Es ist leider so, das ist die Realität. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses richtige, ausgewogene Verständnis schenken. Amin, ya Rabbil Alamin. Wir haben jetzt, alhamdulillah, einiges gelernt über die Seele und haben jetzt auch somit den Bereich oder die Phase des Barzakh abgeschlossen. Was werden wir, insha'Allah ta'ala, jetzt als nächstes tun? Als nächstes werden wir, insha'Allah ta'ala, anfangen, über die Al-Qiyamatul Kubra zu sprechen, über den jüngsten Tag. Das heißt, wie das Ganze jetzt eingeleitet wird. Und darüber beginnen wir dann, insha'Allah ta'ala, in der nächsten Woche zu sprechen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.